my name is Bond. Oh, you're Mr. Bond. I believe I'm having you in half an hour. Oh, splendid. Your room or mine? Sean Connery is Ian Fleming's secret agent 007. Never say never again. You haven't seen James Bond. Die Bilder, meine Damen und Herren, die Sie soeben gesehen haben, waren Bilder eines erfolgreichen internationalen Films. Allein das Werbebudget, das für diesen Film in der Schweiz ausgegeben wurde, betrug 1,5 Millionen Franken. Mit diesem Geld würde ein Schweizer Regisseur einen abendfüllenden Spielfilm drehen. Damit wir Ihnen die Zusammenhänge des schweizerischen Filmschaffens aufzeigen können, supponieren wir eine durchschnittliche Filmproduktion, verfolgen diese von der Entstehung der Idee bis zum Verkauf und der Auswertung. Folgende Fragen sind zu beantworten. Was kostet ein Spielfilm? Wie finanziert man ein schweizerisches Spielfilmprojekt? Und welche Einnahmen bringt ein Schweizer Film? Damit Sie die Entwicklung der Kosten genau mitverfolgen können, stehen Ihnen drei Zähler zur Verfügung. Eine für die Mitarbeiter, eine für die Zeit und eine für die Ausgaben. Der Regisseur hat eine Idee zu einem Spielfilm. Er verfasst ein Exposé von ca. 5 Seiten und legt es dem Filmproduzenten vor. Der Produzent beschließt, daraus ein Drehbuch schreiben zu lassen. Dazu verpflichtet er einen Co-Autoren. Nach einer ersten groben Schätzung werden die Herstellungskosten auf 1,5 Millionen Franken veranschlagt. Rechnet man Recherchen und Sekretariatsarbeiten dazu, haben bis jetzt 4 Personen ein Jahr lang an diesem Projekt gearbeitet. Ausgaben 70.000 Franken. Im Allgemeinen wird folgende Finanzierungsstruktur benutzt. Das Projekt wird in Bern dem Begutachtungsausschuss der Eidgenössischen Filmkommission vorgelegt. Bern sagt provisorisch zu. Beim Schweizer Fernsehen beschließt die Redaktion der Abteilung Dramatik, das Projekt ebenfalls zu unterstützen. Das Gleiche tun 3 Stiftungen. Es muss aber auch Geld im Ausland gesucht werden. Das österreichische Fernsehen erteilt eine Absage. Die Redaktion der Abteilung Spielfilm-Koproduktion beim 2. Deutschen Fernsehen dagegen unterstützt das Projekt. All diese Zusagen sind jedoch provisorisch. Das heißt, das Geld wird nun dann ausbezahlt, wenn die ganze Finanzierung zustande kommt. Und so setzen sich die Gelder bis jetzt zusammen. Um das Budget von 1,5 Millionen Franken zu erreichen, fehlen noch 400.000 Franken. An diesem Punkt scheitern viele schweizerische Filmprojekte. Während die Beiträge bis jetzt Subventionen à fonds perdu sind, sind die Beiträge für die Restfinanzierung, Kredite und Darlehen, die zurückbezahlt werden müssen. Es findet sich ein Co-Produzent. Er investiert 100.000 Franken. Der Regisseur verzichtet auf die Hälfte seines Honorars, was 50.000 Franken ausmacht. Der Produzent beteiligt sich mit einer Eigenleistung von 200.000 Franken und der Verleiher sagt eine Verleihgarantie von 50.000 Franken zu. Dank ihrer Risikobereitschaft ist die Restfinanzierung sichergestellt. Der Film kann gedreht werden. Seit Beginn der Projektierung sind weitere 3 Monate vergangen. Damit die Dreharbeiten möglichst ökonomisch ablaufen können, müssen Vorbereitungsarbeiten geleistet werden. Das gilt für die meisten Mitarbeiter, die später beim Drehen dabei sein werden. Bis zum Drehbeginn wird die Zahl der Mitarbeiter immer größer. Wie setzt sich eine Equipe nun zusammen?
Der Regisseur ist verantwortlich für die Inszenierung des Films. Er trifft alle künstlerischen Entscheidungen. Sein engster Mitarbeiter ist der Regieassistent. Der Produzent fällt alle rechtlichen und finanziellen Entscheidungen. Er ist verantwortlich für die ganze Produktion. Der Produktionsleiter vertritt den Produzenten. In seinen Händen liegt die Gesamtorganisation. Sein wichtigster Mitarbeiter ist der Produktionsassistent. Der Aufnahmeleiter ist besorgt für die Verpflegung, die Unterkünfte und die Transporte und organisiert die Arbeiten am Drehplatz. Der Kameramann ist verantwortlich für die Bildgestaltung und die Lichtführung. Sein engster Mitarbeiter ist der Kameraassistent. Er wartet die Kamera und das dazugehörende Material. Der Beleuchter installiert die Beleuchtung nach Angaben des Kameramanns. Der Bühnenarbeiter erstellt die Bauten für Kamerastandorte, Kran- und Schienenfahrten. Die Vorbereitung und Ausführung von speziellen Effekten gehört ebenfalls zu seinen Aufgaben. Der Ausstatter gestaltet die Innen- und Außenräume. Der Requisiteur arbeitet eng mit dem Ausstatter zusammen. Er besorgt alle Gegenstände, die zur Ausstattung des Films benötigt werden. Der Kostümbildner ist verantwortlich für Kostümstil aller Darsteller. Die Kostüme müssen entworfen und hergestellt oder gesammelt und geändert oder gekauft werden. Schneider- und Garderobenhilfen werden benötigt. Der Maskenbildner besorgt die Körper- und Gesichtsmasken und die Frisuren aller Darsteller. Der Tonmeister ist verantwortlich für das Tonaufnahmekonzept und die Tonmischung. Sein engster Mitarbeiter ist der Tonassistent. Das Skript schreibt die Rapporte über Filmmaterialverbrauch, Timing der Szenen und Kontinuität der Bildanschlüsse. Der Standfotograf ist verantwortlich für Arbeits-, Kinoaushang und Pressefotos. Dazu kommen ein Mitarbeiter für die PR-Arbeit und ein Fahrer für Transporte. Fahrzeuge, Kamera und das gesamte technische Material müssen gemietet werden. Schließlich kommen 10 Schauspieler und ca. 50 Statisten dazu, sodass bis Drehende die Zahl der Mitarbeiter auf 100 steigen wird. Generator einschalten, bitte. Und meine Brut. Beide, bitte. Die andere auch. Ich hoffe, die andere. Nein. Und weiter weg von 6031, die erste. Die erste Einstellung eines Drehtages wird gedreht.
Aus. 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 Wir könnten es gerade noch mal machen. Bereit machen, noch mal bitte. Bereit machen. Du musst zu uns kommen oder gehen. Geh nicht zu uns. Die Position, Sie müssten etwas mehr nach rechts, so. Also so, Herr Präsident, gleich an. Das ist schon von dem Gipfel in der Position. Bereit machen zur Aufnahme. Willi. Das ist ein Telegramm gekommen, wir sollen abbrechen. Die zweite Einstellung wird gedreht. Wir müssen telefonieren. Wenn er zurückkommt, wenn wir ihn abmontieren. So steht's. Ich muss weiter. Adieu. Gut gewesen. Ja, ich glaube, es ist zu hell. Ja, wir können das groß durch aufstellen. Ja. Willi, rauf mit dem Fahnen! Die Vorbereitung zur dritten Einstellung. Aber möglichst dort springen und. Ja, das ist ja. Gut. Er ist zu tief. Ah, du machst dort eine Pause, wenn es dann fertig ist. Ja, so kommt es gut, Geni. Achtung, Aufnahme. Achtung, Aufnahme. Ja, Kamera ab. Das Telegramm kommen, sie sollen abbrechen. Der Ingenieur ist mit Schlüssel und geht telefonieren. Wollen wir es nochmal, hä? Ja, Moment nicht. 41. Wir müssen warten, zu viel Sonne. Ja gut, da kann man nichts machen. Tun wir bis die Sonne weg ist, die nächste vorbereiten. Jetzt wegen dem Travelling. Jetzt kommt die Szene, wo die beiden Arbeiter der Bieli sehen, mit der Laterne von da unten. Ich zeige das gerade mal schnell. Ja, kannst du nicht mitfahren? Ja, gut. Das ist gut. Ja. Okay. Sie können jetzt da. Sie können jetzt laufen mit der Laterne. Waldecker sagt, ah, du bist es. Was machst denn du da? Dann lauf da vorne. Oder das heisst, beide laufen vorne. Dann bleiben sie da stehen. Der Bieli ist ja da hinten. Ja. Jetzt musst du eben schauen, ist er so im Anschnitt, also sagen wir Halbprofil, der Bieli? Ja, oder damit klar, wir müssen schneller fahren. Wir müssen schneller fahren, eben. Damit wir die Konfrontation, also die Frontenbildung haben, oder, von diesen zwei. Gut. Kommst du gerade schauen, wegen dem Ausschnitt, schnell, das ist so okay. Gut. Ja, ist gut. Hat es genug vom Boot unter? Eben der Bordturm, die Präsenz vom Bordturm hätte ich lieber ein bisschen mehr rechts. Aber du siehst es ja nachher mit den Schauspielern. Ja. Ein bisschen mehr Nebel kommt, sehen wir es ja nachher, wie viel sie hat. Gut, gehen wir gerade auf Anfang wieder. Gehen ab! Die letzte Einstellung dieses Tages wird gedreht. Die fertig montierte und vertonte Szene, wie sie im Kino zu sehen ist.
Hallo! Ist da jemand? Ah, du bist es. Was machst denn du da? Hat mich Wunder genommen, was mit euch los ist. Nichts ist los. Aus ist es. Fertig. Was? Fertig? Ich denke, fertig. Matthäi am letzten. Du hast ein Telegramm gekommen, wir sollen abbrechen. Der Ingenieur ist ein Schlüssel, über ihn telefonieren. Wenn er zurückkommt, können wir ihn abmontieren. Aha. So steht's. Muss weiter. Adieu. Es gibt einen anderen Tango bei uns daheim. Das ist ein komischer Kauz. Für die meisten Filmtechniker ist die Arbeit am Film nun beendet. Aber es kommen neue dazu, die Kötterin und ihre Assistentin. Der Regisseur kann noch einmal überprüfen, ob seine mit Worten erzählte Geschichte auch als Bilderfolge, als Film eben, funktioniert. So was, und dann muss er halt da rüber. Dauer der Arbeit 3 Monate, Kosten inklusive Schnittplatzmiete 60.000 Franken. Die fertig geschnittene Arbeitskopie wurde noch einmal in einzelne Szenen zerlegt, damit synchron zum Bild die Dialoge gesprochen werden können. Ja, das hätte ich mir. Na, er kann ja gleich essen, sicher hätte er ja. Ja, das hätte ich mir. Ja. Wenn man schlau genug ist. Es war sehr gut. Ich glaube, es ist so, können wir es lassen, oder? Ja. Diese technischen Kosten machen 20.000 Franken aus. Der Komponist hat eine Filmmusik komponiert, welche im Tonstudio aufgenommen wird. Kosten 30.000 Franken. Bei der Endmischung werden die Dialoge, Musik und Geräusche auf eine einzige Magnettonspur übertragen. Sebbene i retoromanci rappresentino meno dell'1% della popolazione svizzera, la Confederazione sostiene con importanti mezzi finanziari la sopravvivenza della loro lingua e cultura. Kosten 40.000 Franken. Im Labor, wo auch das Filmmaterial entwickelt wurde, wird das Original negativ geschnitten und die erste Kopie, die sogenannte Nullkopie, gezogen. Die gesamten Laborkosten betragen 120.000 Franken. Der Film ist fertiggestellt, das Budget aufgebraucht. Die Budgetüberschreitung betrug 3,7%. Somit sind zur Abdeckung der Restfinanzierung 450.000 Franken notwendig. Für Produzent, Co-Produzent und Regisseur wird nun der vierte Partner wichtig, der Verleiher. Er verkauft den Film und investiert von Neuem, nämlich Lancierungskosten von 80.000 Franken für 7 Kopien und Werbekosten in 6 Städten. Wie lange diese Helden noch zu schwitzen haben, hängt nun vom Erfolg des Verkaufs ab.
Da Zürich als führende Kulturstadt gilt, ist dort dem Kinostart besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Die anderen Schweizer Städte beobachten genau, ob ein Film in Zürich gut oder schlecht läuft. Sind die Besucherzahlen in Zürich groß, so steigt auch die Nachfrage in den anderen Städten. Ein Billet kostet durchschnittlich 10 Franken. Zieht man die 10% Vergnügungssteuer ab, bleiben noch 9 Franken. Das Kino und der Verleih teilen sich diesen Betrag im Verhältnis 60-40, bleiben für den Verleih ca. 3,50 Franken. Von diesem Betrag wiederum müssen die Lancierungskosten bezahlt werden. Erst dann teilen sich Verleiher und Produzent den Gewinn im Verhältnis 50-50, bleibt für den Produzenten ca. 1 Franken pro Besucher. Bei 10.000 Besuchern erhält der Verleiher 30.000 Franken. Bei 50.000 Besuchern betragen die Verleiheinnahmen 150.000 Franken. Der Verleiher deckt seine Vorkosten und ist in der Gewinnzone. Bei 100.000 Besuchern kommen 60.000 Franken in die Kasse des Produzenten. Er und seine Partner sind immer noch weit von der Risikoabdeckung entfernt. Bei 200.000 Besuchern verdient der Produzent 210.000 Franken. Davon bezahlt er dem Regisseur das nicht bezogene Honorar. Erst bei 500.000 Besuchern erhält der Produzent seinen Einsatz zurück. Auch der Co-Produzent erhält sein Darlehen etwas mehr als gut verzinst zurück. Nur gerade zwei Schweizer Filme haben in den letzten Jahren solche Besucherzahlen erreicht. Die Schweizermacher und, deutlich weniger bereits, Le Petit Fug. So müssen sich Produzenten, Regisseure und Verleiher mit gutem Recht die Frage stellen, ob sie jemals wieder ein solches Risiko auf sich nehmen können. Will man, um größere Besucherzahlen zu erreichen, den Film ins Ausland verkaufen, müssen erst zusätzliche Kosten investiert werden. Denn selbst ein erfolgreicher Film verkauft sich nicht von selbst. Die Sprachgrenzen sind aber schnell erreicht und die Konkurrenz ist groß. So war zum Beispiel der Reinertrag für den Produzenten von «Das Boot ist voll» relativ bescheiden, obwohl der Film die Oscar-Nominierung geschafft hatte. Ich hoffe, wir haben Ihnen mit diesem Beispiel einige Zusammenhänge des schweizerischen Filmschaffens aufzeigen können. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.